Ja, hallo Freunde, willkommen zu Steven Dies und Lichtblick Views hier auf YouTube im Videoformat. Endlich wieder am Start. Zwei Wochen sind um und es geht weiter. Wir haben die beiden Wochen von dieser Woche und letzter Woche vertreten. Die Bands sind dabei. Ihr dürft gespannt sein für die, die aus Spotify nicht reingehört haben und nicht reinhören können und meinen Podcast noch nicht eingeschaltet haben. Werden hier nochmal alles im Videoformat sehen, die Bands. Und in der Linkbeschreibung, wie immer, findet ihr zu jeder Band einen Link. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr die Bands selber reinhören. Natürlich, wir haben sehr gute Bands dabei, sehr viele Bands dabei. Ihr dürft gespannt sein. Und ich will nicht gar nicht um den heißen Brei reden, Leute. Let's go, auf geht's. Band Nummer 1 ist die Band Distasoul, hoffe richtig ausgesprochen zu haben. Seit 2013 gibt es die Band, ist eine australische Band, Genre ist Melodic Death Metal, geht also wieder gut ab. Haben jetzt ihr drittes Album am Start und das heißt Animic, ich hoffe, die ausgesprochen zu haben, ich konnte es ja richtig lesen. Und ja, ist guter Stoff, Melodic Death Metal von Feinsten, Leute, feiert die Band, lohnt sich. Ich hoffe, ich spreche die nächste Band richtig aus. Band Nummer 2 ist die Band When Plagues Cull It. So in der Richtung müsste es eigentlich mal irgendwie richtig sein. Gibt es seit 2016, ist eine belgische Band. Genre ist Deathcore. Haben eine EP und jetzt ihr zweites Album draußen. Das heißt Ambilical Paradigm. Ich hoffe, es wird sie irgendwie ausgesprochen zu haben. Mein Podcast kriege ich besser hin. Hier habe ich es jetzt nicht so gut hingekriegt. Aber dennoch denke ich, werde ich halt irgendwie in der Richtung sein. Auf jeden Fall mega, mein Gott, was ist denn heute los? Mega geile Band. So, feiert die Band, hört mal rein, sagt mal richtig geil. Band Nummer 3 ist die Band Cursebinder. Gibt es seit 2019, ist eine polnische Band. Genre ist Black Metal, also ging richtig, richtig, richtig in den Keller. Haben eine EP und jetzt ihr erstes Album auch draußen, nur mal Glückwunsch dafür, ist das Album Drifting. Und ja, wer auf Black Metal steht, ist bei der Band genau richtig. Und wer gerne mal Black Metal kennenlernen will oder reinhören möchte, Leute, Videobeschreibung auf den Link klicken von der Band und ihr seid dabei. Ja, Band Nummer 4 ist die Band Dark Flute. Gibt es seit 1996, ist eine finnische Band, Genre ist Progressiv, Melodic, Death Metal, so die Richtung, ja, wird schon so richtig sein. Kann man gut so einschätzen. Haben jetzt ihr viertes Album draußen, das heißt Illusion of Light. Und Leute, kann ich euch ebenfalls nur ans Herz legen. Hört in die Band rein, lohnt sich. Dann die Band Friends of Romp, gibt es seit 1992, ist eine australische Band. Genre ist Punkrock, Label ist Fat Wreck. Da sind sie unter Vertrag, haben jetzt ihr 13. Album am Start und das heißt The Cube of Pestilence. Leute, wenn ihr auf Punkrock steht, seid ihr bei der Band ebenfalls genau richtig. Feiert die Band. Ich finde sie mega geil. Ja, nächste Band ist die Band Our Hollow, Our Home. Gibt es seit 2013, ist eine englische Band. Genre ist Metalcore. Haben jetzt ihr 3. Album draußen, das heißt Burn in the Flood. Ist eigentlich ein Album von 2021, nur das ist jetzt die Deluxe Edition, die rauskommt und die beinhaltet halt mehr Songs. Ich denke mal, ein paar Bonus-Songs mehr werden das sein. Und ja, ist draußen, feiert die Band, ich finde sie mega geil, lohnt sich. Dann jetzt auch zu einer sehr bekannten Band, die ihr Album draußen hat, ist die Band Powerwolf. Gibt es seit 2004, ist eine deutsche Band, Genre ist Heavy Metal, Power Metal so den Dreh. Label ist Napalm Records, haben wir 4 EPs draußen und jetzt ihr 11. Album und das heißt Compilation, also ist heißt Interludium, aber ist ein Compilation Album und ja, hört trotzdem rein, ich feiere die Band, ich finde euer Album nicht schlecht, lohnt sich. Dann haben wir die Band Arcane Angel, auch richtig ausgesprochen zu haben, gibt es seit 2019, ist eine internationale Band. Genre ist Hard Rock, Label ist Frontiers Music, haben jetzt ihr 2. Album am Start und das heißt auch 2, die römische Zahl. Und ja, wer auf Hard Rock steht, wer darauf Bock hat, hört rein, lohnt sich. Dann gehen wir wieder mit der nächsten Band wieder richtig in den Keller, aber ordentlich in den Keller, ist die Band Death and Legacy.
gibt es seit 2012, ist eine spanische Band, Genre ist Melodic Death Metal, Label ist Arc Gates Records, jetzt ihr viertes Album am Start, das heißt Dark Prophecies, wenn die ausgesprochen zu haben, hoffe ich. Und ja, geht auch gut ab, guter Stoff, feier die Band, lohnt sich. Dann haben wir die Band Holy Moses, gibt es seit 1980, ist eine deutsche Band, Genre ist Thrash Metal, Label ist Fire Flash Records, haben zwei EPs und jetzt ihr drittes, 13. Album am Start, das heißt Invisible Queen, ist auch guter Stoff, Thrash Metal von Feinsten, feiert die Band mal, hört mal gern rein, lohnt sich. Dann kommen wir zu einer Band, die es auch schon sehr lange gibt und die auch sehr, 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 sehr bekannt ist. Es geht um die Band natürlich Metallica. Genau, Leute, Metallica ist zurück von Feinsten. Haben wir das Album am Start. Erstmal zu den Daten. Gibt es seit 1981, ist eine amerikanische Band. Genre ist Heavy Metal, Thrash Metal, so ein Dreh. Label ist Blanket Recordings. Blanket Recordings, so ihr eigenes Label. Haben jetzt ihr 12. Album am Start, wo wir alle schon sehr, 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 sehr verdammt lange drauf gewartet haben. Endlich ist es passiert, endlich ist das Album gekommen. Gott sei Dank, meine Fresse, hat auch lange gedauert. Nee, aber richtig geil. Ich find's einfach nur mega, endlich ein neues Album von Metallica. Nicht mal generell was Neues von Metallica zu hören. 72 Seasons heißt das neue Album. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Musikeindruck haben wollt, in der Videobeschreibung findet ihr zu jeder Band einen Link. Einfach drauflegen, lohnt sich. Dann haben wir die Band Overkill. Gibt es seit 1980, ist ebenfalls eine amerikanische Band. Genre ist auch Thrash Metal. Label ist Nuclear Blast Records. Haben 5 EPs und jetzt ihr 20. Album mittlerweile schon am Starten. Das heißt Scrooged. Und hört da ebenfalls rein. Ich feiere die Band mega, lohnt sich. Ja Leute, dann kommen wir auch schon zu den sonstigen Bands für die letzten beiden Wochen, also für diese Woche und letzte Woche. Band Nummer 1 ist die Band, auch sehr, sehr bekannt, Linkin Park mit ihr Album Meteora, 20 Jahre Anniversary Edition, ist New Metal, wer kennt die Band nicht? Dann haben wir die Band Nummer 2, Discreation mit ihr Album Iron Times. Dann haben wir die Band Ashrain mit ihr Album Requiem Reloaded ist Power Metal. Dann haben wir die Band Deimos Dawn mit ihr Album Anthem of the Lost, Thrash Metal. Dann haben wir die Band From Fall to Spring mit ihr Album Rise, New Metal. Auch geil. Dann haben wir die Band Infected Rain mit ihr Album The Devil's Dozen. Ich denke, da wird es um ein Live-Album handeln. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Mit ihr Devil's Dozen ist Progressive Modern Metal. Dann haben wir die Band LA Guns mit ihr Album Black Diamonds Hard Rock. Dann haben wir die Band Macabre mit ihr Album Sinister Slaughter Death Metal. Und dann haben wir einen Sänger, der auch sehr bekannt ist, von der Band White Lion. Es geht um den Sänger Mike Tramp mit seinem Album Songs of White Lion Hard Rock. Ja, dann kann ich euch alle ebenfalls nur empfehlen, in den sonstigen immer reinzuhören. Ist einfach nur mega, mega nice. Wir haben diese beiden Wochen sehr viel vertreten gehabt. Ich freue mich über alle Bands, die rausgekommen sind. Hab auch schon überall teilweise reingehört. Und bin einfach nur mega, mega begeistert. Einfach nur mega geil. Kann ich euch ebenfalls nur empfehlen, hört in allen Bands rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann bleibt einfach dran. Nach meinen Videos kommen weitere Videos oder schaut durch meine Playlisten mal durch. Ein neues Konzertvideo, meine Playlist Konzerte ist gekommen. Ein weiteres wird noch hochgeladen. Habe ich ja versprochen. Mein Gott, ja, ich habe es versprochen. Nein, habe ich versprochen, eins hochzuladen. Werde ich auch auf jeden Fall noch machen. Jetzt kam erstmal die Purple noch dazu, weil ich es total vergessen hatte, das auch noch hochzuladen. Das habe ich letzte Woche auch schon gemacht. Guckt einfach mal meine Playlisten durch und würde mich mega freuen, wenn ihr mal gerne Feedback da lasst, wie ihr meine Musikreviews findet. Würde mich mega interessieren. Und Leute, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt mir bei Instagram und bei Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Oder natürlich auch bei Spotify, mein Podcast. Immer einen Tag vor Veröffentlichungen, wenn nichts dazwischen kommt natürlich. Und dann seid ihr auch mal auf dem neuesten Stand der Musik, was natürlich Rock und Metal und so betrifft. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich
in den nächsten 2 Wochen wieder von euch zu hören, hier auf YouTube oder euch zu sehen. Und bedanke mich. Bleibt gesund und fit. Schönes Wochenende, schönes restliches schönes Wochenende und einen schönen Wochenstart. Und wir sehen uns Donnerstag zum Podcast wieder. Also Leute, bleibt gesund und fit. Euer Steven. Heavy Metal. Ciao.